Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu ExoSock Day Sims 4 und ich hoffe auf irgendeine Art und Weise familienadäquat. Ja, in einer Stunde, also nicht mal ganz jetzt mittlerweile, ist der JD dran, ne? Halbe Stunde hat er noch. Dann darf der gute Herr sich darum kümmern, dem Verbrechen die Zähne zu zeigen. Und damit er dem Verbrechen die Zähne adäquat zeigen kann, würde ich sagen, jagen wir ihn nochmal Zähne putzen. Dann hat er nämlich minzfrische Zähne. Oh, geiles Wort. Minzfrische Zähne. Oh, hier mal hier ran. Zähne putzen. Hopp, hopp, hopp. Ziehen wir mal die Wand ein. Sieht ein bisschen schicker aus. Ja, bis gleich dran, ne? Was haben wir denn? 8 Minuten. Ja. So, mal raus da mit dem Zeug. Und da haben wir's. Ein strahlendes Lächeln. Minzfrische. Ja, so ist das. Gut, sehr schön. Dann wollen wir natürlich mitmachen. Ja, das war so geplant. Und das machen wir dann jetzt auch mal. Das ist auch wieder einer der etwas Gänsefüßchen, neueren Gänsefüßchen Musiken im Ladescreen. Tragen wir jetzt sozusagen hinzu die letzte Zeit. Ha? Da 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 da. Ja, so ist es. Lustigerweise, man braucht die Musik nur eh mal hören und weiß man so automatisch, wie sie geht. So Standardmusik für Sims 4 irgendwie, ja. Kommt so ins Schema alles rein, ja. Ich bin mal neugierig, weil die haben ja den Ladescreen ja schon einmal geändert. Ob sie den nochmal irgendwie ändern. Das kann ja theoretischerweise sein. Gut, Pause. Wir brauchen einen Fall. Da ist er. Ein Fall zugewiesen bekommen. Rückzahlung. Aha. Es gab eine Rückzahlung anscheinend. Aha, aber nicht wirklich. Gut, einen Fall zugewiesen bekommen. Dann gehen wir mal da ran und machen eine Fallzuweisung. Danke sehr. Go. Oh, Mensch, der kann noch nicht so schwer sein. Wie sieht's denn überhaupt dienstlich aus? Heute ist Freitag, Samstag, Sonntag. Ich muss mal gucken, ob wir den komplett heute durchbekommen, den Fall. Oder ob wir, das bis Montag auch nochmal machen müssen. Aber das werden wir dann sehen. Das wird dann auch nochmal so eine spannende Nummer. Aber das sehen wir dann. Gut, Fallzuweisung läuft jedenfalls. Er guckt sich da mal schon mal durch. Und wir haben einen Fall bekommen. Gut, was haben wir denn da? Hinweise, Polizeidatenbank, abgleichen. Das machen wir dann mal gleich. Hinweise mit Polizeidatenbank abgleichen. Wir nehmen ein Tatortfoto und lassen das Ganze mal rocken. Danach machen wir eine Fallakte gleich mal anlegen. Die müssen wir ja auf jeden Fall machen. So, zumindest rattert die EDV, da sehen wir das. Ja. Gut, als nächstes sollen wir nochmal einmal hier mit der Polizeidatenbank abgleichen. Wir nehmen nochmal ein Tatortfoto. Oh. Da machen wir einmal eine Akte anlegen. Na, komm mal. So, danke. Dann möchte ich Hinweise der Verbrechenskarte hinzufügen. Auf jeden Fall. Ah. Die Kollegin schaut schon mal ganz irritiert drauf. Jo, so nach dem Motto. Passt schon. So, Kohle kommt rein. Kohle, Kohle, Kohle. Da sehen wir's. Ah, Kohle läuft da. Kohle läuft, naja, auch da. Alles schick und gut. Kitami ist zur Arbeit. Dann dürfen wir dann nochmal abgleichen. Nehmen wir nochmal so eine Zeugenaussage. Hinweis gefunden. Es ist schon mal weiblich. Dann haben wir Beweismaterial analysieren. Das machen wir dann auch mal. Dann nehmen wir Beweismaterial, danke. Gut. Auch das läuft. Alles schön. Mensch.
So, dann dürfen wir wieder einen Hinweis zufügen. Machen wir auch. Und der Beruf, der ackert sich hier so durch. Also ich muss mal sagen, der Polizeiberuf ist extrem easy. Also so von der Handhabung her. Also ist jetzt nicht so die Herausforderung. Ich kann ja dabei ganz sauber moderieren, muss noch nicht mal meinen Kopf anstrengen. Da könnte man sogar sozusagen mit 4,8 Promille machen. Ja. Außer verhaften, das ist immer so eine Geschichte für sich selbst. Ja. Dann hat man immer die Déjà-vu-Verhaftung. Wobei ich glaube, herausgefunden ja zu haben, woran das liegt. Es bringt nichts, jemanden gleich zu verhaften, obwohl es auch die Person wirklich ist. Sondern man muss wirklich vorher zwei, drei Personen angequatscht haben. Wo ist denn, haben sie was gesehen? Und dann erst verhaften. Das hat, da haben wir ja irgendwie dann wohl gesehen. Das werden wir dann auch nochmal den sozusagen die Theorie werden wir so nochmal sozusagen falsifizieren. Oh Gott, ey. Ja, manchmal gibt es tolle Wörter. So, Polizeidatenbank abgleichen, danke. Wir nehmen dann nochmal ein Tatortfoto. Palzamol, okay. Ein Trägerhemd, okay. Dann können wir da nochmal hinzufügen. Ich werde mal gucken, wie viel wir jetzt schon haben. Weiblich und ein Trägertop. Okay, schon wieder eine Frau. Wieder eine Verbrecherin. Das ist sehr erstaunlich, dass wir hier in Sims 4 so oft Verbrecherinnen haben. Weil in The Real Life spricht man ja immer eigentlich eher von den Verbrecher. Also von daher finde ich, es ist eine sehr liberale Aussage von den Sims-Vorleuten. Sehr interessant. In der Sim Nation sind es eindeutig die Frauen. Ja. Gut, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da kommt wieder was hinzu. So, jetzt habe ich nicht gelesen, was da oben stand. Verdammte Aufmerksamkeit. Schwarze Haare. Weiblich, schwarze Haare, Trägertop. Jetzt wäre das Alter noch gut. Das Alter wäre noch gut. Schwarze Haare, Trägertop. Ja. Werden wir sehen. Oder auch nicht. Rock'n'Roll. Da. Der hat bald wieder einen Logic-Punkt. Seht ihr das doch? Da geht der Balken immer höher. Ha? Vielleicht schafft er das sogar noch. Ah, da ist kaum noch was zu sehen. Ne? Da seht ihr das. Der ist knapp vor Oberkante. Oberkante, Oberlippe. Nee. Forsche, forsche noch ein Weilchen. Dann kommt der Exos mit den Hackebeilchen. So, das hat er auch gemacht. Danach darfst du nochmal analysieren angeblich, aber ich werde das nochmal kurz warten, wenn er das zugefügt hat. So, hinzugefügt ist es. Eine lange Hose. Du darfst da nochmal. Ach, komm mal her. Du darfst da nochmal abgleichen. Einmal ein Tatortfoto. Ja, eine lange Hose, Trägertopf, lange Hose, schwarze Haare, weiblich. Ja, so ist das. Ja, Warte mal, jetzt hat ja sich natürlich der Kollege dahin gepflanzt. Ja, Foto, Rock'n'Roll. Mann. So, mach hinne. Viel Zeit hast du nicht mehr. Ich möchte, dass hier ein bisschen Tempo, bisschen Tempo. Power, 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 komm. Und? Na? Was los? So, das hast du geschafft. Dann darfst du das nochmal hinzufügen. Hinzufügen, hinzufügen, hinzufügen. Ich hoffe, dass jetzt nochmal das Alter kommt. Also, das Alter wäre ganz toll. Na, komm mal ran. Los, beweg dich, die Zeit läuft. Apropos, die Zeit läuft. Gib mir mal noch eine Stunde her. Länger bleiben. Genau. Sicher, sicher. Sicher. So, haben wir.
Einzelgänger. Einzelgänger ist blöd. Ich wollte das Alter haben. Also müssen wir nochmal eine Analyse machen. Analysieren wir das mal. Beweismaterial. Ich wollte das Alter haben, nicht die Einzelgängerlichkeit. Da muss ich so lange rumquatschen, das bringt nichts. Oh, Levelaufstieg, Logic. Ja, habe ich auch angekündigt, wird passieren, ne? War ja Oberkante Oberlippe gewesen, ne? Ja. So, damit hat er einen Logic-Stand. Gab ja auch mal eine Firma, ProLogic. Gibt es die irgendwie eigentlich immer noch, ProLogic? Ich weiß es gar nicht jetzt. ProLogic. Logic Tech gibt es, der machen Mäuse und so ein Zeug. Aber ProLogic? Was war denn das gewesen? War das irgendein Hardware oder war das Software? Komme ich gerade nicht drauf. Habe ich gerade einen Filmriss, sozusagen, ja? Analyse. Analyse läuft. Analyse läuft. Okay, haben wir gemacht. Als nächstes kriege ich da nochmal. Ah, nochmal Polizeidatenbank abgleichen. Du machst das auch echt spannend. Datenbank abgleichen. Tatort, Foto, go. Mann. So, Meier Müller ist mit Kohle nach Hause gekommen. Gibt 894 Simoleons. Naja, ein paar Tage muss er wohl noch, damit sie ihr berufliches Upgrade erhält. Ne? Mal los, JD, komm, mach mal hin, ne? Kommen Sie mal hier ran. Ja. Und es ist Zeit für die Verbrecherkarte. Hinzufügen, genau. So, und dann wollen wir mal gucken, ob er es das Alter halten. Und wenn ja, dann können wir nämlich gleich raus auf die Pirsch. So muss das sein. So. Faden wird gezogen. Faden wird gezogen. Und wir haben, es ist eine erwachsene Person. Sehr schön. Wir gucken nochmal nach jetzt nach den Hinweisen und die Hinweise verraten uns folgende Sachen. Weiblich, Trägertop, schwarze Haare, lange Hose und ja, erwachsen. Einzelgänger, naja, könnte man auch nochmal gucken. Und dann wollen wir mal die Fahndung einleiten. Ja, so ist es. Wir brauchen gar nicht mehr auf dem Verbrecherort. Wir haben so viel Hinweismaterial. Das können wir direkterweise so machen. Und während wir Ladescreen haben und den Verbrecherort betreten, verabschiede ich mich für heute. Und wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allem ihr dürft, morgen wieder. Ciao, ciao.